Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu Portal 2. Das letzte Mal haben wir, muss gerade überlegen, nee, da haben wir ja uns Wheatley geholt. Yay, der war irgendwie auf so einer Schiene. Wir haben ihn jetzt losgemacht und sind jetzt mit ihm unterwegs. Und er will ja, dass wir zu ihr gehen. Zu ihr. Wir wissen natürlich noch nicht, wer sie ist, aber ich kann es mir eigentlich schon denken, wer das sein soll. Werden wir hinterkommen. Da hatte ich gerade ein Slowdown. What the fuck? Ach. Guck mal. Mein Spiel läuft nur auf 18 Frames. Spiel krieg ich wieder ein. Das ist hier GLaDOS. Na, ja, aber habe ich schon gedacht, dass sie GLaDOS ist. Aber guck mal hier. Das ist das ist der Weg. Wie auch in Portal 1 war. Meine Güte. Okay. Immer noch alles kaputt und... Wir können Wheatley tatsächlich nicht abwerfen. Finde ich auch lustig. Aber gut. Mein Gott, der Gang ist voll schief. Ganges? Am Ende des Ganges? Ganz ehrlich, okay. Ich will das nicht tun. Ich will da nicht reingehen. Nein, nein, nicht reingehen. Oh gut, siehst aus. Kein Grund zur Panik. Los, weiter. Okay. Ganz ruhig, Wheatley. Mann, wieso habe ich hier so niedrige Frameraten? Da ist sie. Sie war wirklich von der ganz üblen Sorte. Völlig durchgeknallt. Weißt du, wer sie am Ende zur Strecke gebracht hat? Das glaubst du nicht. Ein Mensch. Ich weiß. Ich wollte es auch nicht glauben. Der Mensch ist offenbar entkommen und seitdem verschwunden. Und dann kam eine Ewigkeit, in der absolut nichts passiert ist. Und jetzt sind wir beide hier auf der Flucht. Tja, das ist so gut wie alles. Nichts anfassen, bitte. Witzig. Hier läuft das Spiel auf 18 Frames, hier oben auf 30. 18? 30. 18? 30. Was ich noch sagen wollte, das waren natürlich wir, die das hier kaputt gemacht haben. Shell, also wir spielen die ja wieder. Aber das finde ich echt cool. Ich liebe dieses Spiel. Ah, natürlich, hier ist dieser Glasgang, wo man draufgegangen ist. Ey, man erkennt hier so viel wieder aus Portal 1. Das finde ich super. Find ich richtig cool, dass die sich jetzt hier sowas einfallen lassen haben. Also wieder ranzoomen. So, und ich habe jetzt auch mal ein bisschen wegen meinem Mikrofon geguckt. Ich habe da mal wieder ein bisschen was, guck mal, hier ist da, wo wir diese Dinger reinwerfen mussten, die so ähnlich aussahen wie Wheatley hier. Was wollte ich jetzt sagen? Ich habe wieder ein bisschen mit meinem Mikrofon rumgespielt, habe jetzt noch mal wieder ein bisschen andere Einstellungen. Ich hoffe, das hört sich ein bisschen besser an. Habe jetzt noch nicht so die Zeit gehabt, das zu testen. Was nur an minimalen, Audacity-Tests ausprobiert. Mir ist irgendwie aufgefallen, wenn ich spreche, okay, hört man die Treppe runter. Bei meinem Mikrofon kaum das S. Naja. Oder das Z, meinetwegen auch. Muss ich wohl mal ein bisschen... Springen! Obwohl, das ist doch ganz schön weit, oder? Extrem ausspringen. Okay, weißt du was? Spring einfach. Du hast ja Beinschienen. Allerdings hast... Ich bin immer noch festgehalten, das ist super. Du hast kräftig zugepackt, uns geht's gut. Ganz hervorragend. Plopp, wieder so auf herploppt hier. Eigentlich wollte ich da gerade drauf springen. Aber naja, dann eben nicht. So, da ist Gang. Können wir nicht durch. Aber wir können Wheatley da reinstecken. Irgendwie sieht das ein bisschen merkwürdig aus. Sieht so aus, wenn Wheatley eben nur zweidimensional wäre. Aber naja. Ach, entschuldige, am besten nicht nach unten sehen. Ah, schon wieder runtergesehen. Ach, das Spiel ist so schön. So viel versteckte Easter Eggs möchte ich schon fast nennen. Das hier ist der zentrale Kontrollraum. Na dann rein. What the fuck? Mein Handgelenk tut wieder ein bisschen weh, wenn ich zocke, weil ich das wieder so drehen muss, wenn ich an meine Maus komme. Such den Schalter, auf dem Fluchtkapsel steht, okay? Und sonst nichts anfassen. Also fass ja nichts anderes an. Schau nicht mal was anderes an. Klar, du musst dich umschauen, um das Wort Fluchtkapsel zu finden. Aber wenn du was siehst, auf dem nicht Fluchtkapsel steht, dann schau gleich wieder weg. Und fass ja nichts an. Und schau dir nichts an, außer das Richtige. Du weißt, was ich meine. Sehr gut. Siehst du es irgendwo? Ich kann es nirgendwo sehen. Am besten schließt du mich an und ich mach das Licht an. Es werde Licht, so sprach Gott. Ich habe Gott zitiert. Oh, sieh mal, es dreht sich. Seltsam. Ist aber wohl okay, solange es sich nicht nach oben bewegt.
Also, Fluchtkapsel. Es bewegt sich nach oben. Okay, ganz ruhig, alles Paletti. Ich hab's. Jetzt wird's langsamer. Fluchtkapsel. Nein, wird noch schneller. Power-up eingeleitet. Okay, keine Panik. Ganz ruhig bleiben. Wir können sie noch aufhalten. Es gibt ein Passwort. Das kann ich hacken. Kein Problem. Wollen mal sehen. Weedley. Nein, muss das so? Hatte ich B schon? Schreib das mal auf. Power-up abgeschlossen. Na schön, neuer Plan. Falte, ganz natürlich. Wir haben nichts getan. Hallo? Oh, du bist Hammer. Du kennst sie? Wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Ich war ganz schön beschäftigt damit, tot zu sein. Du weißt schon, nachdem du mich ermordet hattest. Du hast was? Ah. Oh nein! Wir haben beide vieles gesagt, das dir noch leidtun wird. Aber ich glaube, wir können unseren Streit hinter uns lassen. Der Wissenschaft zuliebe, du Monster. Du scheinst das Testen wirklich zu lieben. Schließlich war es gar nicht so einfach, mich wieder zu aktivieren. Ich liebe es auch. Aber vorher müssen wir noch etwas erledigen. Ich muss das Lachen gerade so unterdrücken, ey. Du Monster. Oh, nee, ey. Dead Game. Oh, ich liebe es. Oh, okay. Was kann ich da noch sagen? Zum Glück haben wir diese Speindinger. Da wären wir, die Brennkammer. Vorsicht, stolpere nicht über Teile von mir, die nicht ganz verbrannt sind, als du sie hier reingeworfen hast. Das Doppelportalgerät sollte hier irgendwo sein. Finde es und wir können beginnen, wie früher. Okay, ich will mal ganz kurz was nachgucken. Mir kam der Sound gerade so laut vor, aber es ist wohl immer noch wie vorher, okay. Hier auch können wir schön, Mikrofon. Ups. Hier, T-Bone. Richtig cool, Gut, ich hatte jetzt ein bisschen Angst, dass irgendwie Fraps dabei abschmiert, aber nee, ist alles gut. Okay, dann wollen wir mal die Portal-Portigan suchen. No! Würfel. Ich habe auch mittlerweile die Theorie gehört, kann ich mal erzählen, von meinem Kumpel Tim, ja, ich wusste das gar nicht, dass diese Würfel wohl aus toten Testsubjekten entstanden sein sollen. Also dass halt Leute, die hier die Testkammern durchmachen wollten und gestorben sind, zu Würfeln gemacht wurden. Interessante Theorie, wenn da auch ein bisschen gruselig. Warte. Komm zu Papa. Gut, du hast das Doppelportalgerät. Es gibt hier bestimmt einen Weg zurück zum Testbereich. So, und jetzt müssen wir natürlich erstmal, oh, wie fies. Man kann nicht erstmal hier schön, die typischen oben, unten Portale durch. Aber ich finde, die Portale sehen so schön aus, so geschwungen. Aber gut. Gehen wir mal weiter, aber da oben ist wahrscheinlich rein. Finde ich auch lustig, dass hier gleich zu Anfang, dass diese komplexeren Rätsel kommen mit den Portalen setzen. Da kommt man ja mit Nach nicht so drauf. Testbeginn verlangt das Protokoll, die Interaktion mit dir so gering wie möglich zu halten. Zum Glück haben wir noch nicht begonnen. Unsere letzte Chance für ein bisschen Smalltalk. Bei Portal 1 war das ja so, dass man noch sehr, sehr lange... Ja, das ist eigentlich mal offensichtlich war, wo man Portale hinsetzen muss und so. Da komme ich nicht vorbei. Achso, wir haben auch Portale. IQ. Lass mich das für dich holen.
Weißt du, welche Lektion die wichtigste ist, die ich durch dich gelernt habe? Ich habe meine Blackbox-Speicherfunktion entdeckt. Im Falle eines Totalausfalls bleiben die letzten 2 Minuten meines Lebens erhalten. Ich konnte, musste deinen Mord an mir wieder und wieder durchleben, andauernd. Weißt du, jeder andere, dem du das angetan hättest, hätte sicher nur noch Rache im Sinn. Zum Glück stehe ich über solchen Dingen. Es ist schön, das alles hinter uns zu lassen und zurück an die Arbeit zu gehen. Wir haben so viel zu tun und nur noch 60 Jahre dafür übrig, in etwa. Mir liegen die genauen Statistiken nicht vor. Aha. Ach ja. So, da kann ich hin. Das Geräusch gerade, wenn ich da rein was ransetze. Hm. Also gemacht. What the fuck? Okay, Moment mal, von wo kam ich jetzt? Von da, ne? Genau. Das heißt, wir gehen hier mal weiter. Gekonnt. Ups. Was passiert? Okay. Mein Gott. Gut. Alternativ. Ja gut, hätten wir glaube ich hier auch rüberspringen können. Aber soll mir jetzt egal sein. Ach, guck mal. Das ist Testkammer 19. Aus Portal 1. Da muss man genau. Kam so ein Dings raus, man abprallen lassen, dann rein. Kam es da raus und abprallen lassen und... Rinder. Ne? Muss gewesen sein. Ups. Ich prall gerade in der Luft ab. Sehr schön zu wissen. Bringt das was, wenn ich da unten jetzt reinspringe? Bin mir da nicht so sicher. Ich glaube nämlich nicht, aber ich gehe mal rein. Denn wir wollen ja alles sehen, nicht wahr? Und ich habe immer noch nicht die Steuerung von SDRG auf Shift umgestellt. Ich vergesse es immer. Muss ich bei Gelegenheit mal machen, ne? Hm. Das kann man 19. Genau, von hier kam man auch damals rein. So, zack. Ach ja, genau, hier war dann diese Plattform, die da rumgefahren ist. Oh man, das ist so cool, dass man so viele Sachen wieder sieht und das auch genauso aussieht. Ich räume das für dich weg. Was für ein Saustall. Das ist nicht so machen wie... Wichtig ist, dass du zurück bist. Bei mir. Und nun kenne ich auch alle deine kleinen Tricks. Wir können also ungehindert testen. Bis an dein Lebensende. Schön. Das ist nicht und so machen danach, wer weiß. Ich könnte mir ein Hobby suchen. Tote erwecken vielleicht. Das ist jetzt nicht so machen wie bei anderen Spielen, dass die einfach neues... dasselbe Gebiet sein soll, das aber komplett anders aussieht. Wie GTA 5 zu, also San Andreas zu GTA 5 oder so. Fällt mir gerade mal spontan ein. Obwohl ich GTA 5 sehr gerne mag. Dass die hier wirklich alles nochmal gleich gemacht haben, ist finde ich klasse. Echt klasse. Das ist ein Insider. Gut. Aperture Laboratories. Wie auch immer man das aussprechen mag. Lab. Okay. Verzeih das, der Kaltstart. Ich habe meine Pflichten vernachlässigt, seit du mich getötet hast. Danke übrigens. Sarkasmus-Selbsttest abgeschlossen. Oh gut, du bist wieder da. Ich bringe hier alles zum Laufen und du machst diesen ersten einfachen Test. Dabei geht es um die Reaktion von Testsubjekten in einem Raum voller tödlicher Laser. Okay. Doch tolle Aussichten. Ich wollte gerade auch sagen, ey, irgendwie voll sarkastisch, das sagt die dazu, sagt er sogar noch. Ach, herrlich. Okay. Hops. Hoppla. Sicherlich auch eine Testkammer, die wir kennen. Ich traue mich gar nicht ins Wasser, wenn ich ehrlich bin. So muss wohl. Wenn ich hier jetzt reingehe, sterbe ich dann. Das würde ich jetzt so gerne mal wissen. Oder kann man in diesem Spiel sogar mal schwimmen? Oder so. Geht das? Wohl nicht. Da kann ich ein Portal setzen. Muss das irgendwo rein? Muss das da wahrscheinlich rein, wa? So, zack. Und zack. Schön.
Denk gar nicht mehr, wie die Kugeln in Portal 1 wohl. Achso, Moment. Machen wir anders. Müssen wir natürlich da raufstellen, das von hier machen. Nicht schlecht. Ich vergaß, wie gut du darin bist. Doch du solltest dich zügeln. Es gibt noch so viele Tests. Auch wenn ich mich jetzt frage, wie von Portal 1 zu Portal 2, wie wir da in diesen Spieländerungen schafft, meine Güte. Das geht ja schnell. Hitzewellen. Jetzt habe ich schon 3. Oh, Achievement Hunter. Bin ich echt so ein bisschen. Bei Portal 1 habe ich mir auch das öfteren, also vergessene Errungenschaften geholt. Zum Beispiel durch die Bonuskammern hat man auch welche gekriegt. Dann habe ich das Spiel nochmal durchgespielt und habe Übermittlung empfangen gemacht. Eine recht unbekannte Errungenschaft. Muss man alle Radios an einen bestimmten Ort bringen. Wie gesagt, eine fehlt mir noch, nämlich die mit den Kameras, dass man die alle kaputt machen muss. Und dann fehlen noch weitere 3, die aber meiner Meinung nach fast unmöglich sind. Zum nächsten Test gehören Entmutigungsumlenkungswürfel. Ich hatte sie gerade vor deiner Episode fertiggestellt. Erfreuen wir uns beide an ihrer Funktionsweise. Einer müsste in der Ecke sein. Ja, toll. Das ist ein runder Raum, hier gibt's keine Ecken. So, was wollte ich jetzt sagen? Da fehlen mir noch 3, nämlich muss man dafür alle Bonustestkammern, also nicht die richtigen Bonustestkammern, sondern dann irgendwie Herausforderungen auf sämtlichen Modi, es gibt nämlich 3 verschiedene Modis, in bestimmten Voraussetzungen schaffen. Und zwar muss man dafür extrem gut sein. Und ganz ehrlich, Leute, darauf hatte ich echt keinen Bock. Man muss zum Beispiel eine Testkammer mit möglichst wenig Portalen durchspielen, mit je, in einer bestimmten Zeit und mit ganz wenig Schritten. Das alles 3 auf bestimmte Zeit, dann kriegt man eine Errungenschaft, so 3 Stück. Je nachdem, wie gut man ist. Und das ist meiner Meinung nach echt zu schwer, und da hatte ich dann keinen Bock zu. Oh, rüberspringen. Juhu. Ich wundere mich ja auch, dass ich noch gar nicht gestorben bin. Macht ihr eigentlich auch Autosaves? Ich hoffe schon. Seid ihr denn für welche? Achso. Er will reinfahren, aber das Ding ist im Weg. So, dung, dung, dung. Ach, so nette kleine Gimmicks am Rande, das finde ich schon. Finde ich super. So, Kamera, geh mal ab. Da ist Tür. Aber für Tür, wir brauchen Würfel. Aber hier kein Würfel sein. Aber vielleicht da. Moment. So, da soll das Ding rein. Das heißt ungefähr da. Und da. Nicht. Verdammt. Oh Gott. So. Das geht nicht ab, Mann. Ach, guck mal. Ah, die Dinger kenne ich schon. Moment, komme ich da irgendwie durch? Achso. Ich habe auch Portale. Ich vergesse jetzt immer wieder. So, die Dinger kenne ich schon. Die leiten die Laser weiter. Ich habe ja, wie gesagt, öfter mal beim Rahmenschnitte so ein bisschen diese Custom Maps geguckt. Das fand ich immer recht cool. Um mich auch ja nicht beim Spiel spoilern zu lassen, ja. Wurde das Portal gefallen? Wollte ich gar nicht, denn hier ist noch ein Knöpfchen. Achso. Toll. Dann ist es wahrscheinlich kaputt gegangen, naja. Also wieder durch. Kann ich nicht irgendwie... Gut. Ich wollte ihn einfach aus Prinzip weiter durchbringen. So, wie funktioniert der Würfel? Ich glaube, ich sollte erstmal rüberspringen. Eieiei. Denn genau so. Das habe ich, wie gesagt, schon gesehen. Ich kann jetzt auch nur hoffen, dass es so bleibt. Oh Gott. Eieieiei. Okay. Ich bin erstaunt, dass das noch funktioniert hier. Im Gegensatz zu dem Ding da. Naja. Gut, wie viel Zeit haben wir? Ich kann kein Portal setzen, oder? Nee, das ist das Ding. Ja, Herr Lustig. Achso, ach natürlich, ich Idiot. Moment, dahin. Dahin. Hallo, Nein! Achso, ich kann ja... Das gefährlicher Todeslaser. Dem sollte ich jetzt ausweichen. Komm her. So, mit dem Ding darf ich da jetzt nochmal durch. Ich verstehe den Konflikt. Und darauf stellen. Gut gemacht. Hier ist dein Ergebnis.
Du bist ein schrecklicher Mensch. Ja, das steht hier. Schrecklicher Mensch. Und das testen wir nicht einmal. Warum? Was habe ich denn getan? Oh, ich liebe das Game. Piu, piu. Und deswegen würde ich sagen, Freunde, ist es auch heute wieder an der Zeit, die Folge zu beenden. Das war Portal 2 Part 3 für heute. Das Spiel wird immer besser. Ich freue mich so richtig. Ich will sehen, was hier noch so abgeht. Hier ist bestimmt wieder so ein mega Plot-Twist wie bei Portal 1. Den kenne ich hier noch nicht. Also bei Portal 1 kann ich ihn damals auch noch nicht so wirklich. Ich wusste, dass es da irgendwas gibt. Egal. Freunde, ich würde sagen, bis zum nächsten Part Portal 2. Ciao.